In so einem Strandkorb würdet ihr auch gern mal sitzen. Da müsst ihr nur an den richtigen Ort fahren. Womit ihr das machen könnt, wäre zum Beispiel ein Westfalia Columbus. Und deswegen machen wir das heutige Video, in dem ich euch so ein bisschen zeigen will, welche Varianten es in der Columbus-Baureihe von Westfalia gibt. Wir haben nämlich wirklich von ganz kleinem 540er über 6 Meter Varianten mit Einzelbetten, 6 Meter Varianten mit Doppelbetten oder einem 636er. So viele schöne Varianten, die ganz viele kleine Besonderheiten haben. Und welche das sind und welche Modelle es gibt, das zeige ich euch heute in dem Video zur kompletten Baureihe Westfalia Columbus des Modelljahres 2024. Viel Spaß! Ja, die Westfalia Columbus Baureihe. Was ist das grundsätzlich oder was sind die Besonderheiten? Warum nehmt ihr einen Westfalia Columbus unabhängig von der Größe? Punkt 1, ihr wollt eine Warmwasserheizung. Punkt 2, ihr wollt eine Fußbodenheizung. Punkt 3, ihr wollt einen modernen, coolen Möbelbau. Da ist Westfalia nämlich ganz besonders in dem Stil, in dem was da ist. Und Punkt 1, 2, 3, 4, ihr wollt das beste Zusatzbett, was man vorne in der Sitzgruppe haben kann. Wir steigen heute mal mitten mit einem Detail in dieses Video ein. Ihr habt zumindest im Columbus 600 und im Columbus 640, also den Fahrzeugen mit der größeren Sitzgruppe, die Möglichkeit, in der Sitzgruppe vorne das beste Zusatzbett zu bauen, was es am Markt gibt. Einmal entriegeln, einmal rüberklappen. Und ihr habt vorne in der Sitzgruppe ein riesengroßes, tolles Bett. Verkauft wird es für zwei. Für einen ist es komfortabel, für zwei ein bisschen kuscheliger. Aber ihr könnt hier auf einer Ebene schlafen. Und wenn es zusammengeklappt ist, habt ihr eine Sitzbank, die mega komfortabel ist, wo zwei Erwachsene nebeneinander sitzen können und das auch richtig schön miteinander haben können. Auch auf langen Strecken. Ich bin selbst 2 Jahre Columbus 600 gefahren. Das ist ein ganz tolles Auto und hier sind die Kinder weit genug voneinander weg, dass man sich nicht streitet. Und auch wenn ihr als Erwachsener mal hinten mitfahrt, ist es gemütlich. Und wenn ihr nur zu zweit fahrt, sich irgendwo mal am Strand, falls der Liegestuhl, nein Quatsch, Strandkorb besetzt ist, hinzuflezen, ist einfach total gut. Und das Ganze geht hier ganzjährig. Ihr habt beim Westfalia Columbus eine Fußbodenheizung, eine Diesel-Fußbodenheizung. Komm mal bitte mit rum, dann kann ich so ein bisschen mehr zeigen, was ist. Und außerdem blockieren wir damit ein bisschen den Eingang, dass nicht alle 2 Sekunden irgendjemand zu uns hier ins Auto reinkommt. Wir sind hier genau in der Mitte der Baureihe eingestiegen. Das heißt, wir haben einen Columbus 600, in dem wir hier sind, ein 600D. D steht für Doppelbett. Ist ja auch naheliegend. Aber es gibt auch ein 600E, den zeige ich euch auch später. Da habt ihr bei 6 Meter sogar Einzelbetten. Weil das der erste in der Baureihe ist, zeige ich euch so ein bisschen die Details, die da sind. Wir haben hier eine Warmwasserfußbodenheizung. Die wird mit Diesel betrieben. Das heißt, wie zu Hause habt ihr echte Heizschlaufen im Boden und echte Heizkörper und damit ein total angenehmes Raumklima. Man soll sein Chaos immer wegräumen, deswegen kann ich nebenher einfach das auch mal machen. Die Besonderheit bei der Heizung ist eben, dass sie mit Diesel betrieben wird und dadurch habt ihr bei jedem Columbus einen unglaublich großen Heckstauraum, weil ihr eben kaum Raum für Gasflaschen mit dabei habt. Westfalia typisch, in fast allen Fahrzeugen habt ihr eine freie Blickachse von vorne nach hinten, weil Westfalia an vielen Stellen sagt, du pass auf, wir machen lieber ein bisschen designorientierter, ein bisschen wohlfühlorientierter und verzichten dafür auf den ein oder anderen Stauraum. Hier kein hochgezogenes Schrankelement, den Schrank nicht ganz nach vorne, so stehe ich hier in der Küche. Hab was auf dem Herd und kann wunderbar nach draußen rausgucken. Der Columbus kriegt jetzt zum Modelljahr 24 eine komplette Überarbeitung. Das heißt, wir haben komplett neue Farben, wir haben neue Möbelfronten, wir haben alles, was im letzten Modelljahr noch so ein bisschen weiß war, ist jetzt in so einem, ich sag jetzt mal, Creme-Hautton und das dunkle Holz, was wir bisher hatten, wird ein bisschen heller. Das heißt, der Kontrast ist nicht mehr ganz so groß, aber der Stil ist immer noch sehr neutral modern. Solltet ihr an dieser Stelle sagen, hey, den alten Möbelbau mag ich viel lieber. Vladibille blendet euch jetzt mal die Sitzgruppe von dem alten ein. Bis Ende des Jahres werden quasi die weiß mit dunklem Holzfahrzeuge gebaut. Und da haben wir den einen oder anderen, der dann noch kommen wird in verschiedensten Varianten. Also wenn ihr sagt, den alten finde ich schöner, was der ein oder andere Kunde zu mir schon gesagt hat, schaut euch das an, dann könnten wir euch da durchaus noch helfen. Wenn ihr sagt, das gefällt uns besser, dann bestellen wir einfach das Fahrzeug für euch in eurer Wunschvariante. Wir wollen aber ja heute den Überblick schaffen.
Wir machen hier einmal bitte einen schnellen Schwenk in die Nasszelle rein. Ich verstecke mich hier hinter der Tür. Und so könnt ihr sehen, dass ihr ein schönes Waschbecken habt. Eine kompakte Toilette. Zwei hinter den Spiegeln oben verbergen sich zwei schöne Stauräume. Es ist ein Fenster in der Nasszelle mit dabei. Und es ist eine Nasszelle, die einen Vorhang nur zu dieser Seite mit hat. Das heißt, ihr habt nicht diesen Anschmiegeeffekt. Ich habe selbst in unserem Columbus diverse Male geduscht. Das funktioniert hervorragend. Bei der Aufteilung, lass uns mal nach draußen rumgehen, ist es so, dass wir jetzt hier ein Columbus 600D wie Doppelbett eben haben. Und das heißt, man kann hinten quer schlafen und hat unter dem Bett einen großen Stauraum. Hier, normalerweise, würde das Bett hier drauf aufliegen. Das sehen wir bestimmt in den anderen Autos gleich nochmal. Dann ist oben ein bisschen mehr Stauraum. Ihr könnt aber auch ein sogenanntes Stauraumpaket bei Westfire mitbestellen. Dann wird das Bett um 10 cm angehoben. Hier kommt ein kleiner Wechselrichter mit rein, damit ihr die Idee ist, dass ihr Fahrräder, Vorderrad raus, hier reinstellen könnt und die E-Bike-Akkus an dem kleinen Wechselrichter dort hinten laden könnt. Typisch Westfire Columbus sind Kaltschaummatratzen mit punktelastischem Lattenrost. Und wenn ihr den Blick von hier hinten einfach nochmal nehmt, insgesamt ein sehr cleaner, stylischer Möbelbau. Wenn ihr jetzt sagt, super schönes Auto, aber ich möchte eigentlich Längsbetten haben, dann wäre der große Bruder vom Columbus 600 der Columbus 640. Das ist, wenn ihr euch das auf dem Grundriss anschaut, im Prinzip das deckungsgleiche Auto. Das heißt, wir haben die gleiche Sitzgruppe, die gleiche Nasszelle, quasi die gleiche Küche, aber dann als 636er. Und der hat dann hinten Längsbetten mit drin. Und das ist eine der großen Besonderheiten hier. Wir haben hier ein Längsbettenauto mit 2,30 Meter Bettenlänge. Und da springen wir mal rein, weil hier alles frei ist. Das heißt, wenn ihr euch an die Perspektive von eben erinnert, gleiche Küche, gleiche Sitzgruppe, auch hier geht das tolle Bett wie eben. Und dann haben wir hier ein Einzelbett, was einfach wirklich 2,30 Meter, das haben wir in unserem ausführlichen Video zum Columbus 640 gemessen, was wirklich 2,30 Meter lang ist. Das Fahrzeug hier hat jetzt direkt über euch das Skyroof. Ihr habt bei jedem Westfire Columbus die Wahlmöglichkeit, entweder die Ablage wie eben, der hat eben das nicht gehabt, oder? Die Ablage wie eben zu haben, unangenehm. Wir laufen den ganzen Tag durch so viele Autos. Ich würde sagen, da war eben die Ablage. Ich zeige es euch gleich auf jeden Fall in dem nächsten Auto nochmal. Oder eben das Skyroof hier zu haben. So verliert ihr etwas Stauraum, habt aber nochmal ein deutlich schöneres Raumgefühl. Ist einfach die Frage, was man für sich möchte. Ich will jetzt nicht in das Bett reinkriechen. Hier habt ihr die Wahlmöglichkeit, den Mittelteil rauszunehmen und habt dann einfach einen super komfortablen Einstieg nach rechts und links oder eben so, wie es hier ist, ein sehr großes Bett draus zu machen. Aber insgesamt ist es eigentlich das gleiche Auto, nur einen kleinen Tick länger, um mehr Bett zu haben. Das heißt, zwischen 600 und 640 ist eigentlich nur die Entscheidung Längsbetten oder Doppelbett. Wenn ihr sagt, so ein Grundriss finde ich voll cool, aber ich will auf keinen Fall länger als 6 Meter, dann wäre der Columbus 600e eure Lösung. Und da springen wir jetzt mal rüber. Der steht nämlich genau da hinten und wir werden uns jetzt durch die Menge durchboxen und das Auto anschauen. Der Wagen hier ist jetzt wieder 5,99 und dann ist die Alleinstellung Einzelbetten auf unter 6 Meter. Habe ich Gefühl, das ist so ein bisschen einer der Trends für dieses Jahr. Wir haben bei Pössl den einen oder anderen Grundriss, 6 Meter Einzelbetten. Wir haben das hier bekommen. Das scheint was zu sein, was euch als Kunden auf jeden Fall anspricht. Die Besonderheit, was ich eingangs vorhin gesagt habe bei Westfire, ist tatsächlich, dass durch dieses konsequente Setzen auf Kompressorkühlschrank, auf Dieselheizung, auf möglichst große Unabhängigkeit, wir wenig Gas brauchen. Dadurch einfach immer große Stauräume haben, so wie hier jetzt auch. Also in allen habt ihr immer den großen Heckstauraum, der damit zur Verfügung steht. Und gerade bei den 6 Meter und 5,40 Meter Autos ist es nennenswert größer, was mit dabei ist. Möbelbau ist bei allen Columbus im Prinzip das gleiche, das heißt immer so, wie ihr es in den anderen Fahrzeugen gesehen habt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie schafft man es, das Auto kürzer zu machen, als es vorher war? Und trotzdem die Längsbetten drin zu haben. Und das geht natürlich auch nur durch Verzicht auf der anderen Seite.
in dem Fall hier heißt das, eigentlich bei allen Autos, wenn wir von 6,36 Meter auf 6 Meter zurückgehen und trotzdem Längsbetten reinmachen, dann habt ihr, wir müssen uns da gleich mal anstellen, dann habt ihr vorne die Sitzgruppe aus einem Columbus 540, das heißt dort das Gleiche. Es ist alles vorne etwas enger, ein bisschen kleinere Nasszelle, ein bisschen kompaktere Küche, aber insgesamt immer noch genug Raum, um zu viert zu sitzen. Das heißt, wenn es hier vorne enger wird oder enger werden muss, weil wir hinten die größeren Betten haben, rutscht quasi eine Nasszelle nach vorne und ihr habt hier ein bisschen weniger Platz. Das gucken wir uns gleich im Detail an. Was alle Columbus gemeinsam haben, ist, dass ihr hier auf der Stirnseite im neuen Modell ja den Kühlschrank hier habt, der von beiden Seiten angeschlagen ist, was sicherlich eine sehr coole, praktische Variante ist. So, den Columbus 600e kennt ihr vielleicht schon so ein bisschen aus dem letzten Jahr. Wir hatten letztes Jahr ein Columbus 600e First Edition. Das war quasi ein Sondermodell, um so ein bisschen ranzufühlen, was euch gefällt, ob der Möbelbau ankommt oder nicht. Und das ist hier ganz gut gelungen. Und deswegen hat man gesagt, das Auto nimmt man mit in die Serie auf. Das heißt, wenn wir jetzt hier vorne die Sitzgruppe haben, haben wir hier alles etwas enger. Also ich sitze deutlich dichter am Fahrersitz als beim Columbus 600 oder 600e. Und deswegen kriegt die Sitzbank hier die sogenannte Lounge-Funktion. Das heißt, während der Fahrt sitze ich relativ steil. Und wenn ich am Urlaubsort angekommen bin, kann ich das hier nach vorne ziehen und habe das Ganze etwas gemütlicher. Ich kann sogar noch ein Stückchen weiter mit nach vorne. Aber Tisch, Sitzgruppe, alles deutlich enger mit dabei. Wenn ihr sagt, jo, mehr Platz als das hier vorne brauche ich eigentlich gar nicht, aber warum soll ich 6 Meter haben? Ich will ja gar nicht so ein großes Auto fahren. Dann könnte der Columbus 540 für euch wiederum eine Lösung sein. Der ist nämlich hier genauso, in der Küche genauso, in der Nasszelle genauso. Hackt aber hinten 60 cm ab, das heißt, wir gehen auf 5,40 Meter und haben hinten wieder ein Querbett wie am Anfang. Und da springen wir jetzt mal rüber. Und dann sieht das Auto nämlich so aus wie hier. Die 60 cm, die er kürzer wird, wird er komplett im Radstand kürzer. Und das ist in Wohnmobildimensionen ja fast schon ein Go-Kart. Beim Columbus habt ihr bei einzelnen Modellen die Möglichkeit, ein Aufstelldach zu bekommen. Das ist zum Beispiel beim Columbus 540 so. Und beim 600D. Für den 600E und für den 640E gibt es derzeit keine Aufstelldachlösung. Nur damit das, falls das für euch eine interessante Variante ist. Die Besonderheit an dem Westfalia Aufstelldach ist, wenn wir mal von der Seite drauf gucken, das Dach selber ist verhältnismäßig hoch. Weil man einfach sagt, wo bist du da? Es spielt keine Rolle, ob wir jetzt noch 3-4 cm mehr oder weniger haben. Aber durch dieses Plus an Höhe habt ihr einfach die Möglichkeit, oben eine flache Decke liegen zu lassen oder zum Beispiel die Leiter, die dort ist, einfach auf dem Dachbett oben zu lassen. Das haben wir zum Beispiel beim Pössl-Aufstelldach nicht. Und ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Hat der das Solardach? Sekunde, ich guck mal. Nee, hat er nicht. Brauchst gar nicht so hochhalten. Das Tolle an dem Auto ist, man könnte es mit einem sogenannten Solardach bestellen. Dann ist die gesamte Fläche oben mit Solaranlage bedeckt. Dann habt ihr 350 Watt Solar dort oben auf dem Dach. Das hatten wir bei unserem Columbus 2 Jahre gefahren, nicht ein einziges Mal am Netzstrom dran. Columbus 540 heißt 5,40 Meter lang, heißt 540D, das heißt auch hier ein Querbett. Und wie bei den anderen Autos, auch hier mit dem sehr, sehr großen Stauraum unten drunter, wie eben schon gesagt, weil der Gaskasten eben nur für eine 5 Kilo Gasflasche gedacht ist. Aber damit kommt ihr ein oder zwei Saisons zum Kochen auf jeden Fall klar. Hier, auch hier könnt ihr das Ganze natürlich hochklappen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich bin mit meinem teuren Fahrrad unterwegs, das will ich reinstellen, könnt ihr was hier hinten quer reinstellen, was, glaube ich, immer wieder eine praktische Variante ist. Und jetzt ist da vorne fast ein bisschen Luft. Man muss ja auf der Messe sich so schlangenmäßig die Lücken schnappen, die sich einem anbieten. Und dann springen wir hier einfach mal rein und gucken uns das an. Zum einen ist das, was ihr hier seht, Polsterstoff Roseland. Das ist einer der Stoffe, die zur Auswahl stehen. In den Autos, in denen wir bis jetzt waren, war ja zum Teil auch Leder mit drin. Aber das wäre eine der Stoffvarianten, die da ist.
Und ihr seht auf den ersten Blick, wir haben im Prinzip hier genau das gleiche wie im Columbus 600e eben. Das heißt, bis hierhin ist es quasi gleich. Nur das, was an 60 cm mehr hinten rankommt, wird einfach 1:1 dem Bett zugeschlagen. Ja, da das der letzte Wagen ist, der in der Columbus-Baureihe zur Verfügung steht, gucken wir hier nochmal ein bisschen in die Küche. Aber wir haben zum einen große, tiefe Schubladen. Eine hier. Eine zweite, auch alles auf richtig schön laufenden Auszügen, wenn die Füße nicht im Weg sind. Und dann hier daneben, ich glaube, das ist kein Apothekerauszug, aber aber mit mega praktischen Gitterkörben übereinander. Und was so eine kleine Spezialität der Columbus ist, ist, dass ihr hier so eine Art Besteckschublade habt, wo die Sachen aufrecht drin stecken, die nämlich einmal von hier und so einmal von außen rauszunehmen ist. So könnt ihr dann nämlich, müsst ihr nicht immer rumlaufen, sondern könnt die Sachen dort reinpacken. Das Aufstelldach obendrauf ist natürlich eine freiwillige Geschichte. Das ist nicht serienmäßig drauf. Ihr könnt einfach für euch entscheiden, was die richtige Variante ist. Aber ihr müsst euch einfach vorstellen, dass wir hier ein 5,40 Meter Ducato haben, der oben ein Doppelbett 2 Meter mal 1,40 hat, der hinten noch ein zusätzliches Doppelbett hat und ihr so auf einem wirklich stadttauglichen Auto zu viert verreisen können und im Alltag auch richtig schön beweglich seid. Wie machen wir das mit Preisen? Ich habe die Preise für die neuen Autos noch nicht im Kopf. Springen wir noch mal ins Studio zurück. Ich finde das eine gute Idee. Ihr habt jetzt auf jeden Fall erstmal schon mal einen richtig guten Überblick, was es beim Columbus als Baureihe gibt. Und wir gucken uns jetzt bei uns zu Hause in Stowe nochmal die Preisliste genau an, damit ihr so ein bisschen die Grundpreise und die Ausstattung haben wollt. Und da muss man ehrlicherweise sagen, geht es ja sowieso im Detail darum, wie konfiguriert ihr euer Wunschauto. Wir können euch ja eigentlich nur so die Grundpreise und die Hinweise geben und gucken, was da ist. Aber was ihr genau dazu nehmen könnt, was die einzelnen Autos kosten, das zeige ich euch jetzt zu Hause in Stowe. Und hier ist Düsseldorf, würde ich mich jetzt an dieser Stelle einfach erstmal schon mal verabschieden. Und die richtige Verabschiedung machen wir dann, wenn wir zu Hause den Rest gefilmt haben. Jetzt habt ihr gesehen, welche Fahrzeuge es wirklich gibt aus der Baureihe. Und damit ihr eine grobe Idee für die Preise bekommt, schauen wir uns einmal im Westfire-Konfigurator an, wo die Fahrzeuge starten. Wir gehen jetzt keine komplette Konfiguration durch, weil zum einen die viel zu individuell ist und zum anderen auch man ehrlicherweise sagen kann, die ist relativ ähnlich bei allen Autos. Das heißt, wenn ihr die Grundpreise gegeneinander stellt, dann kann man bei fast jedem Auto ähnliche Optionen obendrauf rechnen. Das heißt, die Differenz wird bei den Endpreisen vergleichbar bleiben. Auf der Westfire-Seite habt ihr selber einen Konfigurator. Den blenden wir euch jetzt hier nochmal mit ein. Und ich habe mir hier auch einen kleinen Spickzettel vorbereitet, damit ich nicht großartig im Kopf rechnen muss, damit das so aussieht, als wenn ich hier der perfekte Kopfrechner bin. In dem Konfigurator habt ihr alle aktuell verfügbaren Modelle. Wir wollen uns aber ja jetzt mit dem Columbus auseinandersetzen. Das heißt, wir gehen hier mal rein und schauen in die einzelnen Grundpreise. Beim Columbus 540, ich habe mir das so gedacht, es gibt eigentlich bei jedem Fahrzeug zwei Varianten, die so ein bisschen was sind, was öfter mal genommen wird. Wir haben einmal den Einstiegspreis und wir haben einmal den Preis mit Automatik und großem Motor. Es gibt ja eigentlich nur noch 120, 140 und 180 PS. Da es nicht in jedem Fahrzeug jede Motorisierung gibt, habe ich die gewählt, die bei jedem Fahrzeug gleich sind, damit wir es wirklich vergleichbar haben. Und zwar ist das einmal 140 PS Handschalter, weil es die 120 PS Variante, warum auch immer, beim kleinsten Fahrzeug nicht gibt, sondern erst ab größeren. Und 180 PS Automatik, dann habt ihr eine ganz gute Bandbreite. Also ein Columbus 540 kostet mit 140 PS als Handschalter 64,9 im Grundpreis. Und so wie ihr es da seht, mit 180 PS Automatik 71,9 im Grundpreis. Dann gehen wir einen zurück, schauen uns den Columbus 600e an. Das heißt, wir haben bei 140 PS als Handschalter einen Grundpreis von 68.490 Euro und einen Grundpreis mit 180 PS Automatik von 74.729 Euro. Damit das jetzt nicht nur wilde Zahlen für euch werden, habe ich vorher einmal geguckt, wo die Differenzen sind und damit ihr die einzelnen Preisschritte besser vergleichen könnt, habe ich die Differenzen bei der großen Variante ausgerechnet. Wenn wir also vom 540er, also kurzes Auto, Heckdoppelbett quer, auf 6 Meter
mit Einzelbetten. Das ist ja gleiche Sitzgruppe, gleiche Küche wechseln, das längere Auto. Das ist die Differenz zwischen 540 und 600e bei gleicher Motorisierung, 2829 Euro im Listenpreis. Wenn man dann sagt 6 Meter, aber ich möchte doch lieber den 600D haben, dann gehen wir hier rein und gucken uns da an. Als 140 PS Handschalter ist der Grundpreis 686 und als 180 PS Automatik 75.199. Das heißt, die Preisdifferenz zwischen dem 600e und dem 600D, zwei gleich lange Fahrzeuge, es liegt wahrscheinlich einfach an der Sitzbank, an irgendwelchen anderen kleineren Modifikationen, ist 470 Euro. Das heißt, zwischen den beiden Fahrzeugen entscheidet ihr euch sicherlich nicht aufgrund des Preises, sondern aufgrund des Grundrisses, den ihr haben wollt. Und wenn ihr dann bei 6 Meter sagt, ich möchte es länger mit Einzelbetten haben, dann wäre ja der Kolumbus 640e der Wagen. Dort ist der Grundpreis mit 140 PS als Handschalter 68.890 und mit 180 PS Automatik 76.459 Euro. Das heißt 1.260 Euro teurer als ein 600D. Also für die Längsbetten und das etwas längere Fahrzeug etwas über 1.000 Euro Aufpreis. Damit habt ihr eine ganz gute Idee, wo die Einstiegspreise liegen. Man muss ganz klar sagen, da kommen natürlich mit dem Kolumbus Premium Paket mit ein paar schönen Dingen, die ihr auf jeden Fall beim Kolumbus dazu nehmt, ein paar Sachen mit dazu. Das heißt, der reale Verkaufspreis wird sicherlich eine ganze Ecke darüber liegen, aber da müssen wir dann wirklich in die Konfiguration genau einsteigen und gucken, was für euch passt. Das ist eigentlich das, was ich euch so von den Grundpreisen mitgeben wollte. Also fassen wir jetzt nochmal zusammen, welche Fahrzeuge es in der Kolumbus-Baureihe wirklich gibt. So, zusammengefasst heißt das, in der Kolumbus-Baureihe habt ihr als kleinstes Modell den Kolumbus 540D. 5,40 Meter lang, ein Querschläfer. Gleiche Sitzgruppe, etwas größer habt ihr den Kolumbus 600E. Da habt ihr E wie Einzelbetten, 6 Meter Fahrzeug mit Einzelbetten drin. Bei der gleichen Länge gibt es alternativ den Kolumbus 600D. Dort wird hinten das Bett wieder etwas kleiner, weil ihr einen Querschläfer habt und vorne dafür eine deutlich größere Sitzgruppe mit dem mega coolen Zusatzbett, was wir ganz am Anfang des Videos aufgebaut haben. Und wenn ihr sagt, das gefällt mir gut, aber ich will das mit Einzelbetten, dann ist die Wahl eures Herzens der Kolumbus 640E 636, mega langes Einzelbett, mega coole Sitzgruppe, Fußbodenheizung und alles, was den Kolumbus so besonders macht, kombiniert mit dem schönen Möbelbau und der Ausstattung. Und das alles zusammen sind die Westfalia Kolumbus, die zur Debatte stehen. Gefällt euch nicht? Dann guckt euch einfach die anderen Videos an. Wir haben von so vielen Herstellern so viele verschiedene Varianten. Aber wenn es euch gefällt, lade ich euch herzlich ein, mit uns zusammen euren Wunsch Kolumbus zu konfigurieren. Ich hoffe, euch hilft das in der Auswahl des Fahrzeugs. Ich verabschiede mich jetzt hier erstmal aus Düsseldorf. Alles Gute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!